herzlich willkommen aus Pfäffiken, Zürich. Da ist Kirche noch im Dorf und der Pfarrer, der ist bei den Leuten. Er hört zu, er ist aufmerksam, er lässt sich ein und es gibt immer wieder Überraschendes zum Diskutieren. Dazu ist er auch noch Notfallseelsorger und Engelforscher. Es gibt ganz viele Themen, also, die wir mit ihm besprechen können. Das machen wir aber nicht da, sondern in der Beiz. Peter Schultes, merci, dass Sie hierher gekommen sind. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt in einer ganz speziellen Situation. Da hat ein Mann hier in Pfäffiken auf offener Straße zwei Menschen verschossen. Ich war Augenzeuge vom ersten Vorfall. Dann habe ich mich an ein Care-Team gewendet. Und dort waren sie auch. Und es hat mir imponiert, wie sie direkt auf mich zugekommen sind, das Problem gerade angepackt haben und mir sehr viel Mut gemacht haben in dieser Situation. Haben Sie da eine ganz bestimmte Methode, wie Sie vorgehen, oder ist das bei jedem Menschen anders? Nein, ich habe keine Methode. Das war sehr spontan. Ich meine, Sie sind schon eine Weile lang betreut worden von jemandem aus dem Care-Team. Also, Sie haben können erzählen bereits, Sie haben können abladen, Sie haben zuerst mal Ihre Gefühle preisgeben. Und als ich dann eigentlich zufällig noch an diese Situation angelaufen bin und schon ziemlich viele andere Leute betreut habe, habe ich einfach so ein bisschen den Eindruck gehabt, jetzt ist es gut, wenn es weitergehen könnte. Aber es ist natürlich so, wenn es hat auch Leute gehabt, die zusammengebrochen sind, die sehr laut geschrien haben, oder? Und das Problem ist, wenn dann jemand so panisch reagiert, es gibt nichts ansteckender in so einem Ereignis als Panik. Und dann kann es vielleicht gut sein, wenn man mal kräftig antritt und sagt, so, und jetzt tun wir beruhigen oder jetzt sind wir ruhig. Oder, und meistens wirkt das, weil die Leute brauchen eine Führung in solchen Situationen. Sie sind ja verloren. Und in dem Moment habe ich das ähnlich angewendet, jetzt auch bei Ihnen. Die erste Person, die ich es außerhalb erzählt habe, hat spontan gesagt, da hast du wieder einmal einen Schutzengel gehabt. Und dann habe ich mich gerade gefragt bei dieser Gelegenheit, glaube ich wirklich, dass ich einen Schutzengel habe? Sie sind ja jemand, der in diesem Gebiet forscht sogar. Glauben Sie, dass jeder Mensch einen Schutzengel hat? Also ich glaube, dass jeder Mensch von Engel begleitet wird. Schutzengel ist für mich ein schwieriger Begriff, weil gerade als Notfallseelsorger komme ich jedes Jahr x-mal in Situationen, wo man muss sagen, ja, wo sind denn die Schutzengel? Die haben mich ja nicht geschützt, oder? Und darum ist für mich der Schutzengelbegriff sehr ein heikler Begriff, ein Begriff, der auch sehr viel Schmerzen auslöst, weil eben die Leute fragen, wo ist er bei mir gewesen? Und ich glaube einfach, wir sind begleitet von guter Macht, würde ich jetzt mal so sagen, eben von Engel. Und aber sie bewahren uns nicht vor allen Schicksalsschlägen. Wie kommen Sie darauf, einfach das so mit einer Selbstverständlichkeit da zu sagen, wir werden von Engeln begleitet? Da müssen Sie ja selber Erfahrungen haben. Also, ich hatte mal eine Erfahrung gehabt. Ja, das war eine ganz spezielle Situation. Ich war ja zuerst Kaufmann, habe dann Theologie studiert. Und dann hat mich am Ende des Studiums eine Gemeinde eingeladen, ich soll doch mal ein paar Abende über das Christentum gestalten. Und ich bin natürlich jung und so richtig drin und dachte, leck, jetzt kann ich da, was ich gelernt habe, anwenden. Und dann hatte ich so einen Erstabend-Vortrag und bin mir vorgekommen, wie wenn ich da in einem Wachstumskabinett wäre. Also die Leute haben nicht reagiert und nachher am Schluss ist dann Kaffee aufgetischt worden und dann ist das Leben losgegangen. Der zweite Abend ist gekommen, tödlich. Ich meinte, ich hätte wie in einer Dusche eine Scheibewand von mir, ich erreiche die Leute nicht. Dritter Abend. Und da bin ich also extrem verzweifelt und dachte, jetzt habe ich meinen geliebten kaufmännischen Beruf verlassen, studiere so lange und merke eigentlich, erreiche ich gar nichts. Und dann habe ich am vierten Morgen habe ich dann mit Gott geredet und habe so die Hände, ja, den Kopf in den Händen gestützt und gesagt, lieber Gott, wenn es heute Abend wieder gleich läuft und nicht etwas passiert, dann ist das mein letzter Vortrag und ich gehe wieder zurück in meinen früheren Beruf. Und das erzähle ich immer so leicht, aber es war existenziell, oder? Es war ein riesen Frust in mir, eine Verzweiflung auch, ja, was läuft da ab, oder? Und im Betten sehe ich vor mir, ich habe ja die Augen geschlossen, Kiele und auf der Dachhöhe alles Engel schwebend mit so Musikinstrumenten. Also, es waren Trompeten, also eigentlich Freudeinstrumente, Siegeinstrumente, gute Instrumente. Da bin ich erklüpft. Und also, wie ein Dia. Ich habe das noch nie gesehen. Also in dieser Schärfe bin ich absolut, ganz klar. Und ich sehe sie jetzt sofort wieder, wenn ich es sehe. Wie haben denn die Engel ausgesehen? Sie waren einfach so schwebend, wie man sich Engel vorstellen kann. Jetzt nicht gerade mit Flügeln, aber einfach wie ich es natürlich aus der Bibel ähnlich kenne, haben sie ausgesehen. Und dann habe ich aber, weil ich ja Theologe bin und auch Skeptiker, habe ich gesagt, lieber Gott, so ein Dia ist nett, aber heute Abend muss etwas geschehen, sonst gehe ich zurück im Beruf.
Und da bin ich natürlich noch mal motiviert, das vorbereiten, bin auf die Kanzel gestanden, habe geredet, wie ich konnte. Es war gleich wie an den Abenden vorher. Es ist nichts passiert. Es war wieder so die Stimmung, die Tötung. Und da bin ich heim und habe eigentlich gedacht, okay, das war's. Und dann um 11:45 Uhr, ich war im Pfarrhaus einquartiert, läutet es. Und zwei Frauen kommen und die eine sagt, ich bringe die Freundin mit. Sie würde gerne mehr über Jesus Christus erfahren, möchte ihn kennenlernen. Und das hat dann bis morgen um 2 Uhr ein Gespräch gegeben und sie hat ganz eine ganz tiefe Begegnung bekommen mit Gott. Auch, also wirklich emotionell sehr spürbar. Und so ist dann das geworden. Einerseits, dass ich jetzt im Beruf geblieben bin und andererseits, dass ich gemerkt habe, hey, da gibt es eine unsichtbare Welt, die ich bis jetzt völlig vernachlässigt habe, die Welt der Engel. Die Welt der Engel, die sie erforschen, kann man das überhaupt? Also, ja, in dem Sinn erforschen kann man einfach, dass ich mir Beispiele erzählen lasse. Ich habe hier in der Presse, in der Regionalpresse, Inserat aufgegeben, wer Erfahrung hat mit der unsichtbaren Welt. Da wäre eine Adresse, wo man es erzählen kann. Ich habe das einerseits gemacht, um weitere Beispiele zu erfahren, andererseits aber auch, um Seelsorge anzubieten, weil es gibt immer wieder Menschen, die mit der unsichtbaren Welt Sachen erleben, die ihnen gut tun, aber auch Sachen, die befremdend sind oder sogar Angst machen. Und so sind dann wirklich durch die Inserate immer wieder Leute gekommen. Die haben einerseits Engelberichte gebracht, was sie erfahren haben. Andererseits aber ist oft auch viel anderes besprochen worden. Über Verstorbene, die erscheinen, über sonst Sachen, die geschehen. Und ja, so habe ich mit der Zeit ein ganzes Sammelsurium von Berichten gehabt. Und für mich ist es als Forscher darum gegangen, eigentlich die biblische Tradition zu überprüfen, ist dann auch die heute noch gültig und aktuell. Weil von Jesus heisst es, gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Also der Himmel ist immer der gleiche, oder? Da muss er im Zürcher Oberland auch gegenwärtig sein. Und das wollte ich eigentlich überprüfen. Sie haben vorhin gesagt, eher Engel als Begleiter. Wie begleiten sie uns? Sie sind einfach unsichtbar an unserer Seite. Ist das nicht einfach eine Fantasie, ein Wunsch, den wir haben? Man kann es natürlich so sagen, oder? Also, das kann ich jetzt eben nicht belegen. Nur sobald sie jetzt das würden jemandem erzählen, also gerade letzte so eine Geschichte wieder gehört, wo mir eine ältere Person zu sich geholt hat. Sie war in einem Internat als Waisenkind. Und in diesem Internat ist man sehr, sehr heftig mit den Kindern umgegangen. Also, sie haben grauenhafte Strafen bekommen. Und sie war ein Lebenskind, sie ist auch immer wieder mal gestraft worden und eine Strafe. Sie musste einen Strohsack mitnehmen und man hat sie in Estrich gesperrt, um ganz allein zu schlafen in diesem Estrich. Und damals in diesem Internat waren auch viele Geistergeschichten rum. Und sie war erste, zweite Klasse und sie hatte natürlich Todesangst gehabt, allein in dieser Winde. Und dann hat sie gesagt, sie hat dann zu Gott gebeten, bitte nimm mich in deinen Arm und hol mich. Sie wollte sterben. Und aus dieser Todesangst, wo sie zittert hat, hat sie gesagt, sie sei wie wenn sie in Gottes Armen war, sei nicht gestorben, sondern eingeschlafen. Und am Morgen, wo da von dem Internat jemand die Tür ist, aufmacht in den Estrich, sei sie verwacht und sei freudestrahlend dieser Person entgegengesprungen und überhaupt nicht, wie die erwartet hat, bleich und blass und zittrig und um Hilfe und so. Und die Person, wenn man jetzt würde sagen, ist das nicht gespunnen, die sagt, ich habe es erlebt, da ist wirklich von der anderen Seite Hilfe kam. Jetzt nicht vielleicht ein Engel, den sie gesehen hat, aber eine andere Person, die beschreibt, wo sie in grosser Not auf dem Bett war. Sie hat gefunden, sie hat einen Fehler gemacht und Gott liebt sie nicht mehr. Und dann zumal gehe ich vor ihr wie den Himmel auf und sie sieht einen Engel, der schützend die Arme über sie ausbreitet. Und wenn man das diesen Leuten sagt, ja, das ist alles Fantasie, dann sagen sie, ja, das können sie sagen. Aber ich habe es erlebt, ich bin ein Augenzeuge, ich habe es gesehen, ich habe es gefühlt. Und die Gefühle, die jemand so hat in dem Moment, die vergisst man nie mehr. Nie mehr. Das ist, sobald man in die Situation zurückgeht, ist das alles wieder präsent. Hat das häufig so Engelsgeschichten auch mit Notfallsituationen zu tun? Sehr viel mit Notfallsituationen, sehr viel auch mit Heilung. Also, letzte hat jemand erzählt, sie hat ganz Schweres im Leben erlebt, jemand aus der Familie, der sich das Leben genommen hat. Und sie hat immer die schrecklichen Bilder vor sich gehabt.
wo die Person unter dem Zug ist und dann zerfetzt sie den Körper. Und dann ist, ist das noch mal ganz fest ob sie kam, nach vielen Jahren, weil sie mal ganz per Zufall in dieser Region war, wo das passiert ist. Und der ganze Schreck und Schock war da. Und dann kurz darüber runter geht sie in eine Meditation, wo sie regelmäßig geht. Und dann ist wie, dass Gott mit ihr noch mal durch die ganze Situation geht. Es wird alles in ein schönes Licht eingetaucht und sie wird wie geheiligt. Und der ganze Schrecken und Schock geht aus ihr raus und sie merkt, es ist alles gut. Jetzt ist sie im Licht und sie hat den Schrecken nicht mehr. Also so, in dieser Art und Weise kommen dann Geschichten zusammen und ich gebe die gerne weiter zur Ermutigung von anderen. Schliesslich auch wieder der Kreis, jetzt sind wir wieder beim Notfallseelsorger. Mir gegenüber sind sie sehr souverän entgegengetreten. Ich habe das Gefühl, wirklich, sie sind voll sich dieser Situation bewusst. Und ich habe mich gefragt, gibt es denn auch Situationen, wo es Ihnen dann vielleicht im Nachhinein selber nicht so gut geht? Also jetzt gerade nach dem schweren Ereignis hier in Pfäffiken, da bin ich die ersten drei Tage, Montag ist passiert, bis und mit Mittwoch eigentlich nur für das Ereignis unterwegs gsi. Wir müssen Lehrerinnen, Lehrer beraten, wie geht man rum und andere Personen. Am Donnerstag hat meine Frau geschafft und ich bin ganz alleine zu Hause gsi und dann habe ich gemerkt, jetzt kommt das Loch. Jetzt kommt wirklich ein Loch und es war mir zum Brüllen zumute. Und dann ist etwas ganz Schönes passiert, mal läutet und eine liebe Bekannte sagt, du, ich habe den Eindruck gehabt, du hättest einfach heute auch mal einen Aufsteller nötig und bringt mir ein Lieblingsgebäck. Und ich bin dieser Person einfach um den Hals gefallen und gesagt, du kommst gerade rechtzeitig, jetzt ist es möglich, zum Heulen, Elend. Und wir haben nicht lange geredet, aber einfach nur schon, jetzt wird auch an mich gedacht. Also, sie hat eigentlich gehandelt wie ein Engel. Zur rechten Zeit ist mir jetzt cool geworden. Sagen, jetzt kommt man eigentlich gerade wieder ein Engel in den Sinn. Ja. In Menschengestalt. Also, das ist ja sowieso eigentlich das Schönste. Mhm. Also, wenn jemand zu jemandem sagt, du kommst gerade wie ein Engel. Ich meine, gibt es einen grösseren Aufsteller im Leben als das? Und das ist mir so passiert. Also, ich bin dankbar, wenn auch mir geholfen wird. Wie verarbeitet Sie normalerweise solche Geschichten, solche Vorfälle, Notfalleinsätze? Also, gibt es da eine Art wie ein Vorgehen, das etwa ähnlich ist? Also grundsätzlich ist die Familie eine Riesenhilfe. Also jetzt, vor allem jetzt sind ja alle junge Erwachsenen und man redet natürlich über vieles auch. Und nur schon das können reden, auch von ihren Berufen zum Teil, sind sie natürlich sehr motiviert zu hören, was läuft. Das ist ganz eine grosse Hilfe. Und dann hat der Pfarrberuf in sich ist eine Riesenhilfe. Ich weiss, ich musste mal jemanden eine Hiobsbotschaft bringen, dass der Vater von dieser Familie nicht mehr zurückkommt, weil er verunglückt ist. Und wir haben die Frau sehr lange gesucht von diesem Mann. Und am 1. dann gefunden in unserem Dorf und am 2. hatte ich eine Trauung gehabt. Und das ist ein Switch, oder? Ich habe dann einfach gesagt, das Bärli, das muss jetzt überhaupt nichts spüren von dem Schrecklichen, was jetzt da hindurch passiert. Jetzt tue ich mich wirklich ganz auf das Bärli und ihren glücklichen Moment ein. Und das hilft, dass sich das Zeug nicht einbrennt bei mir, oder? Oder dann hat man ein Taufgespräch oder in einer Sitzung. Also, ich will es jetzt nicht professionell machen. Das wäre eine Überforderung für mich. Also, ich bin so 20 bis 30 Mal im Jahr in Einsatz und das lange vorig. Was können Sie als Notfallseelsorger an einem Menschen in einer Notsituation mitgeben? Was ist das Wichtigste? Ich bin für Sie da. Mhm. Oder es ist eine Chaosphase. Und im Chaos verlieren die Leute den Boden. Oder man könnte sagen, wie eine Bohnenstange. Sie können sich an einem heben. Also, es haben mich schon Leute gehebt, wo wir jemanden identifizieren nach einem TÜV-Unfall. Ist das jetzt ihr Mann oder nicht Mann? Und wo wir dann sehen, es ist ihr Mann. Die hat sich an mich gerührt und mich geklopft, so gehebt, weil sie eben sonst den Boden verloren hat. Und man ist eigentlich so ein bisschen wie ein Moderator durch das Chaos durch, oder? Man kann auch den Leuten erklären, jetzt kommt das und darum kommt die Person und jetzt läuft noch das. Oder ihre verstorbene Person wird ganz sicher nicht weggenommen, bevor sie nicht können Tschüss sagen und einfach, man ist wie ja eine Sicherheit. Oder? Und die wichtigste Gabe, die man den Leuten bringen kann, ist die eigene Ruhe. Sie haben sehr ein farbiges Leben, sehr ein vielfältiges Leben. Ganz viele Berufe, könnte man sagen, in einem hinein. Und wir haben uns überlegt, wie kann man eigentlich so jemanden herausfordern. Und wir haben uns gedacht, wir machen hier Lösli mit verschiedenen Begriffen, mit verschiedenen Worten drin. Und tun sie ihnen einfach vorsetzen. Sie können es aufmachen und einfach sagen, was ihnen als erstes in den Sinn kommt, wenn sie das aufgetan haben. Oh, das ist jetzt wirklich eine Überraschung. Ich glaube, ich nehme Blau. Das ist meine Lieblingsfarbe.
Mal schauen, was da rauskommt. Jawohl. Zweifel. Zweifel. Ein Pfarrer und Zweifel. Ja, sind das überhaupt erlaubt? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist doch ganz klar. Eben, man hat ja mit einer unsichtbaren Welt zu tun. Und es ist ja nicht so, dass Gott einem immer gerade alles Gebet erfüllt oder so. Oder eben aus der Notfallseelsorge kommen manchmal schon auch Zweifel. Also, ich kenne das auf jeden Fall. Ja. Wir machen gerade weiter. Und jetzt gehen Sie auf die Grünen. Ja, ein bisschen abwechslung, oder? Mein Beruf ist auch sehr abwechslungsreich. Oh, die haben das so gut eingepackt. Es ist, also, ist wirklich wie der mit der Hochzeitsring. Ja, jetzt also auch gerade irgendwie das kennen fast alle in so einer Situation. Oh, Frozen Shoulder. Das müssen wir vielleicht noch erklären. Frozen Shoulder, das ist ein englischer Begriff aus der Medizin. Richtig, ich hatte einen Skiunfall. Schulterverletzungen, ziemlich heftige, schmerzvolle. Und daraus hat sich eine Frozen Shoulder gegeben. Frozen Shoulder heisst, alle Bänder verkleben sich. Und ein typisches Zeichen ist, dass man dann in der Nacht nicht schläft. Und ich bin durch die Verletzung in eine Schlaflosigkeit gekommen. Und als Ende von meiner Kräfte habe also dort selber gespürt, wie das ist, wenn man nicht mehr mag. Ich habe angefangen, Angst zu bekommen vor jeder Beerdigung, vor jeder Trauung. Schaffe ich das noch? Und habe dann in der Nacht oft auch mit Gott gerungen. Habe gesagt, hey, lieber Gott, ich könnte doch jetzt schlafen. Und es ist doch nicht geschlafen. Also es war für mich eine ganz schwierige Zeit. Wir haben vorher Zweifel gehabt, wo ich schon gedacht habe, wo bist denn du jetzt? Und vor allem habe ich mir überlegt, wegen dem Glauben. Ich habe gesagt, ich glaube doch, dass er jetzt mir könnte helfen schlafen. Und er schlaft doch nicht. Und ich war also recht enttäuscht von ihm und frustriert auch. Ganz viele Leute kennen das mit der Schlaflosigkeit. Die Frage ist auch, was macht man, wenn man nicht schlafen kann? Was machen Sie? Also eben, diese Zeit war für mich echt verzweifelnd, weil ich wusste, ich habe Termine, ich musste meine Leistung bringen. Und dann kommt man natürlich extrem Angst über. Also ich habe gemerkt, wie so am Nachmittag um 2, 3 wirklich die Angst kalt von den Zehen an hochgekommen ist. Es ist überall kälter geworden und ich hatte schon wieder Angst vor der Nacht. Und natürlich habe ich dann Hilfe gebraucht. Ich habe medizinische Hilfe gebraucht. Ich habe auch seelsorgerliche Hilfe gebraucht. Und ich habe einfach gemerkt, ich darf jetzt nicht aus dem Beruf aussteigen, weil es gleichzeitig das mich befassen mit der Bibel, mit so guten Texten, das hat mir geholfen, den Kopf ein bisschen umzuprogrammieren. Weil da oben ist natürlich die Angst, du kannst wieder nicht schlafen, jetzt gehst du dann zusammen, jetzt brichst du dann zusammen. Und wenn ich dann irgendwie ein Bibelwort hatte, das mir Mut gemacht hat, dann musste ich mich mit dem auseinandersetzen. Und ich habe wirklich geschaut, dass ich mich auf das konzentrieren kann. Aber es war eine Horrorzeit, grauenvoll. Also können Leute verstehen, die dann wirklich in eine Art Panik hineinkommen. Also am Nachmittag schon die Angst da ist vor dem, dass man wieder nicht einschlafen kann. Und letztlich geht es ja darum, irgendwann den Teufelskreis zu brechen, oder? Ja, klar. Und ich meine, wir haben über Engel geredet, oder? Ich denke, ich bin ja begleitet von Engeln. Da kommen eben dann die Fragen, oder? Warum tun die mir jetzt nicht einfach die Ruhe ermöglichen? Warum tun die mir nicht den Frieden schenken, wie Jesus verspricht? Ich bin gekommen, dass ihr Frieden habt und so. Also, all die Worte. Ich bin echt enttäuscht gewesen. Ich würde weniger sagen Zweifel. Ich bin eigentlich sehr enttäuscht gewesen von Gott, aber auch sehr verunsichert über sehr viele Bibeltexte, wo man so sagt, oder? Also, wo einem versprechen, er wird da sein, er wird helfen, und ich habe von allem gar nichts gemerkt. Macht so eine Situation für Sie Sinn im Nachhinein? Ich habe natürlich vieles neu gelernt, also für die Seelsorge. Also ich weiss jetzt, schon vorher habe ich gewusst, dass Schlaflosigkeit ein Horror ist. Jetzt habe ich es selber erfahren. Und zwar monatelang erfahren, nicht einfach 1, 2 Nacht. Und bis jetzt hat sich der Schlafrhythmus nicht so eingependelt wie vorher. Es gibt jede Woche 1, 2 Mal nicht so gute Nacht. Also für die Seelsorge hat es mir sicher eine grosse Bereicherung gegeben. Aber dann auch im Umgang mit Gott. Oder jetzt hat er einmal nicht geholfen. Was mache ich jetzt? Kippe ich ihn jetzt gerade auf die Müllhalde? Oder bleibt die Freundschaft bestehen? Und das, denke ich, ich habe irgendwie gemerkt, bleibe ich jetzt bei Gott, auch wenn es sich nicht lohnt. Und der Lohn heisst, wäre ein guter Schlaf. Oder? Und ich habe ja mit vielen Menschen zu tun, die ich sehr bewundere, die schwer krank sind und trotzdem sich weiterhin an Gott halten und ihm vertrauen. Und da habe ich gemerkt, jetzt geht es um das, eigentlich um die Liebe, auch wenn nichts von ihm mir entgegenkommt, wo mir jetzt gerade hilft. Also verstehe ich das richtig? Einen Umgang auch finden mit einer Situation und trotzdem können glauben, statt dass sich alles ändert oder auflöst. Ja, trotzdem sagen, Gott, ich denke, du meinst es gut mit mir.
du bist weiterhin für mich da, ich will dir treu bleiben. Und dann hat es mal eine ganz spannende Situation gegeben. Ich habe dann einige Monate später, als ich langsam wieder rausgekommen bin, ein Unser Vater durchgebetet und bin dann an dieser Stelle hängen geblieben und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns Entschuldigung. Und dann habe ich so im Gebet gefragt, ist denn das, gibt es noch Personen, die ich bis jetzt so auf dem Keks habe, nicht vergeben? Und ist mir dann auch in den Sinn gekommen. Und ich habe gesagt, also gut, lieber Gott, dann will ich, dass da ohne ist. Und dann sagt die mir in einer Stimme, und hast mir schon vergeben. Und da war ich total verklopft gewesen. Ja, mir Gott. Ich habe dich doch enttäuscht. Ich habe dir nicht geholfen. Und das ist für mich ganzes, das ist jetzt eben eins von, ich würde vielleicht sagen, mystischen Momenten. Man kann es nicht in Worte fassen, wo für mich noch eine ganz andere Dimension hier geführt hat mit dem Gott. Er hat mich wirklich enttäuscht und er bittet mich, dass ich ihm das vergebe. Er hat nicht gesagt, ich habe einen Fehler gemacht in dieser Stimme. Ich will jetzt auch nicht sagen, das ist die Stimme Gottes gewesen. Man kann die jetzt wieder natürlich verschieden deuten, aber für mich ist das eine Erfahrung gewesen, dass da nach meiner Art jetzt doch Gott sagt, ich habe dich doch enttäuscht und eigentlich auf das Problem eingeht. Gehen wir zum nächsten Lösli. Machen wir da einen gewissen Bruch drin, aber ich merke, ganz viele Sachen sind ja bewusst auch so ausgelegt, dass sie es nicht endgültig auflösen wollen. Oh. Was steht drauf? Miss Schweiz. Ja. Oh, Frau Ruck, das war noch eine Zeit. Hey. Also das müssen wir jetzt ein bisschen kurz erklären, für alle die, wo sich jetzt noch nicht konkret etwas vorstellen können unter einer Miss Schweiz. Vielleicht schon, aber nicht gerade in ihrem Zusammenhang. Ja, also meine Tochter Tabea hat sich vor, ist echt das 3 Jahre jetzt schon wieder her, ich weiss nicht mal auswendig, hat sie sich zu der Misswahl gestellt und ist ja dann Vize-Miss geworden. Also, haben Sie es ihr empfohlen gehabt? Sie hat mich gefragt und gesagt, ja klar, mach das. Mhm. Wieso ist das gut gewesen, dass sie das macht? Es ist eine Erfahrung. Mhm. Es ist doch einfach ein Abenteuer, eine Erfahrung. Und sie hat ja schon lange so ein bisschen im Modelbereich ist sie tätig gewesen, im Freizeit. Es hat ihr Spass gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay. Und es war natürlich spannend gewesen, oder? Gewisse Leute haben gesagt, hey, aber denkst du, die läuft dann da in der Badehäuschen über den Steg und so, oder? Und dann habe ich immer gesagt, hey, hallo, und da in der Badi Pfäffiken, oder? Schauen die auch alle gleich nach, ob sie jetzt im Fernsehen über den Steg läuft oder bei uns in der Badi, kommt ja nicht drauf an, oder? Ist eine grössere Bühne, oder? Ja, nur Bühne, also ob jetzt noch ein paar Augen, ein paar mehr sind. Herr Pfarrer, kein Grundsatz irgendwie und Einhalt gebieten zum Tochter schützen. Nein, weil da habe ich ihr vertraut, dass sie Grenzen würde einhalten, wenn es darüber ging. Weil sie ist eine sehr nüchterne Person und nein. Und ich denke einfach, dass der Körper ist auch ein Geschenk von Gott. Und für mich ist zum Beispiel ganz wichtig, dass ich eine Frau heirate, die sich schminkt und so, weil ich ein bisschen aufgewachsen bin in einer Umgebung, wo das verpönt ist, Farben. Und ich habe gesagt, ich will eine farbige Frau. Also. Eine farbige Frau, also, die sich das Gräuelige, das Christsein, das ist nicht grau. Also, meine Freude an Tönen, an Tanzen, all das, wenn das nicht Gott geschaffen hätte, würden wir das gar nicht kennen. Und er hat doch Freude, wenn wir uns schön machen. Und natürlich gibt es dann Sachen, die man provozieren kann. Aber nein, ich habe mich mega gefreut, dass sie in das Abenteuer eingestiegen ist. Nächste? Jetzt kommen wir richtig rein in die ganze Geschichte. Ja, jetzt bin ich gespannt. Von der Miss Schweiz also wirklich alle Themen ein bisschen. Ja, genau. Wo das Leben reich macht auch, oder? Hochzeit, ja, unsere Hochzeit. Das ist wie lange her? 31 Jahre. Mhm. 31 Jahre, das war ganz spannend. Ich habe meiner Frau gesagt, ich will auch mal über einen roten Teppich laufen. Und nachdem haben wir die Kirche ausgesucht. Du hattest einen roten Teppich und dann habe ich ihre Angst eingejagt. Wir sind dann mal die Kirche geschaut und gesagt, schau, ich laufe jetzt wie ein Politiker dann so ein, winken und sagst, ja nicht. Und so. Aber einen roten Teppich haben wir gehabt. Okay. Und ich traue auch viel Pärchen natürlich jedes Jahr und ich mache das mega gern. Und finde es toll, dass sich so viele immer noch sagen, wir wagen das Abenteuer, auch wenn viele wissen, dass es nicht ein einfaches Abenteuer ist. Okay. Nehmen wir noch Applaus. Okay. Oder nein, ich will da nicht vorstellen. Doch, Sie können da gerne offensichtlich Einfluss nehmen. Ja, klar. Gottes Männer kennen keine Furcht. Stimmt das? Nein. Nein, also man sieht alle grossen Figuren, auch in der Bibel, die haben grosse Angst gehabt. Ich meine, Mose, der so eine Megafigur ist, hat nicht wollen nach Ägypten die Führung übernehmen. Sein Nachfolger Jose hat auch Angst gehabt, Josua. Oder Jesus selber, er hat ja extreme Angst ausgestanden. Und das ist für mich
einfach so hilfreich, dass in der Bibel Menschen Menschen bleiben. Und sie sind nicht Old Shatterhands, nicht irgendwelche Helden, sondern einfach Menschen pur. Und die Bibel bildet sie so ab. Das hilft mir ganz extrem. Ich habe auch oft Angst. Vor was vor allem? Ich meine, jeder Einsatz, wenn es am Morgen um 2 der Pager abgeht, weiss ich nicht, was auf mich zukommt, was erwartet mich. Oder ich meine, auch nach all diesen vielen Jahren, man hat so viel, man ist immer allein als Pfarrer, oder? Auf dem Friedhof ist man allein, bei der Hochzeit ist man allein, gelingt es einem, erreicht man die Leute. Und das ist mit einer gewissen Spannung verbunden. Angst ist vielleicht jetzt stark gesagt, aber eine gewisse Angst ist doch da. Oder Anspannung, ja. Was gibt Ihnen am meisten Hoffnung in der Angst hinein? Also einfach das Verlassen auf Gott. Also, dass ich mich zurückbesinnen kann, dass ich mir vorstelle, der Geist Gottes leitet mich. Ich kann mich eigentlich auf ihn verlassen. Und ich bin begleitet von den Engeln. Also, das stelle ich mir sogar bildlich manchmal vor. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen kindlich. Also, wie wenn ich 2 unsichtbare Bodyguards habe, wo wir jetzt eben gerade, wenn so ein Unfall ist, in der Nacht rausgehen, da weiss ich gar nicht alleine. Und da bete ich dann auch, ich renne nicht los, sondern sage, Gott, schau jetzt, du übernimm die Situation. Und das hilft sehr für mich. Peter Scholtes, danke vielmals für das Zusammentreffen. Merci auch, dass Sie uns Einblick gegeben haben in verschiedene Seiten, Facetten von Ihrem Leben und dass Sie sich da auf unsere Lösung eingelassen haben. Danke vielmals. Das ist geil.